der Traum vieler Veganer und Rohköstler, ein Leben in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, ein autarkes Leben, um einfach aus dem Hamsterrad auszubrechen und ein Leben in Harmonie zu bewältigen. Meine Meinung zum Thema Gemeinschaft, das Leben mit anderen, gemischt mit meinen jetzigen Erfahrungen, mit meiner Familie und jetzigen Situation. Wenn auf Erden alle das Schöne als schön erkennen, so ist dadurch schon das Hässliche gesetzt. Wenn auf Erden all das Gute als gut erkennen, so ist dadurch schon das Nicht-Gute gesetzt. Denn Sein und Nichtsein erzeugen einander, schwer und leicht vollenden einander, lang und kurz gestalten einander, hoch und tief verkehren einander, Stimme und Ton sich vermählen einander, vorher und nachher folgen einander. Also auch der Berufene, er verweilt im Wirken ohne Handeln, er übt Belehrung ohne Reden, alle Wesen treten hervor und er verweigert sich ihnen nicht. Er erzeugt und besitzt nicht, er wirkt und behält nicht. Ist das Werk vollbracht, so verharrt er nicht dabei, und eben weil er nicht verharrt, bleibt er nicht verlassen. Rathaus, dann kommen wir zusammen davon und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raw to 70. Und in der heutigen Episode möchte ich einfach meine Gedanken und auch die Erfahrungen mit euch teilen bezüglich dem Thema Gemeinschaften oder das Leben mit anderen Menschen. Also grundsätzlich muss man halt so sagen, dass halt viele Leute das Leben als optimal darstellen, das ohne Probleme und ohne Stress durchzuführen ist, beziehungsweise zu leben ist. Und da muss ich halt auch ganz klar sagen, es ist nicht so. Es ist eher ein harter Weg. Das muss ich schon dabei erkennen, dass ich halt zum Beispiel für den regionalen Urproduzenten ihm bei der Arbeit halt auch helfe. Und wie gesagt, dass ich auch mein Studium abgebrochen habe und auch nicht so viel Geld zur Verfügung habe, kommt es halt auch bezüglich auch zur Konfrontation meiner Familie. Und wenn man halt sich zum Beispiel seine Selbstständigkeit oder eine Gemeinschaft aufbaut, muss man halt hier erstmal viel Herz, Kraft und Blut mit einfließen lassen, und davon wird man jetzt auch nicht unbedingt reich. Daher ist es halt wichtig, einen langen Atem zu haben und auch wirklich mit Leidenschaft an der Sache dran zu bleiben. Und wichtig ist halt, wenn man mit anderen zusammenlebt, auch wenn man jetzt zum Beispiel hier ein kleines Feld aufbauen möchte, so eine Permakultur, einen Verein aufbauen möchte, eine Gemeinschaft mit anderen Gleichgesinnten, so hat man dann doch unterschiedliche Meinungen, Sichtweisen, und natürlich diese unterschiedlichen Meinungen, Sichtweisen und Denkweisen von den anderen Menschen führt natürlich auch zu Meinungsverschiedenheiten, Streitigkeiten und Konfrontationen, und das kann natürlich auch zu nachhaltigen Problemen zwischenmenschlich Schwierigkeiten hervorrufen, Streitigkeiten. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich momentan, jetzt geht es ja Richtung Juni, dass ich ein bisschen mit Schnecken geplagt bin an meinen Salatköpfen, und da hat ja mein Vater zum Beispiel den Vorschlag, dass er halt diesen Schneckenkorn auf die Beete ausstreut, und dann habe ich halt, weil ich ein bisschen überreagiert habe, gesagt, dass ich dann nichts davon essen werde und ein bisschen angeschnauft habe. Da ist er hier zum Beispiel mit einer Streitigkeit aufgekommen, dass man dann hier ein bisschen impulsiv reagiert. Ein anderes Beispiel zum Beispiel meine jetzige Situation mit der Ernährung, weil ich mich halt vegan und rohköstlich ernähre und meine Familie, zum Beispiel meine Brüder, mein Vater und meine Mutter,
sich halt konventionell ernähren und auch hier ein bisschen Schwierigkeiten haben, beziehungsweise auch das Wissen von der Industrie halt bezüglich der Ernährung haben und ja, so ein schweres Verständnis für die vegane Rohkost haben und dadurch auch hier verschiedene Streitigkeiten halt entstehen. Das ist halt zum Beispiel ein Punkt, was man hier ansprechen kann. Unterschiedliche Meinungen, viele Streitigkeiten. Ein anderer Punkt, der halt sehr wichtig ist bei in der Gemeinschaft, wenn man mit jemand anderes oder mit einer Gruppe etwas aufbauen möchte, dass halt jeder unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen hat und man sollte die auch wirklich berücksichtigen und auch ja, die Fähigkeiten von den Leuten herausholen und ihnen halt auch diese Arbeit geben, die sie halt optimal können, denen es halt auch Spaß macht. Es ist egal, ob das jetzt zum Beispiel nur Hackarbeit ist, wie ich es zum Beispiel für den Urproduzenten in meinem Dorf mache, oder wenn halt jemand jetzt zum Beispiel eine Webseite gestaltet oder sich über rechtliche Sachen informiert, was auch immer, da gibt es halt kein besser oder schlechter oder weniger Wert oder Mehrwert. Jeder hat seine Aufgabe, der eine macht zum Beispiel den Haushalt, putzt die Fenster, wie gesagt, hackt zum Beispiel, der andere macht halt zum Beispiel etwas stressigere Sachen mit Online-Marketing oder sowas, baut Webseite auf. Das ist beides trotzdem eine gleichwertige Arbeit. Man sollte die Menschen dementsprechend auch respektieren und sich auch gegenseitig unterstützen. Wie gesagt, keine Arbeit ist mehr wert oder weniger wert. Alles ist meiner Meinung nach gleich wert. Man strebt ein gleiches Ziel an, hat gleiche Ziele vor den Augen und die Arbeit muss halt zum Beispiel auch getan werden. Und da ist es halt, wie gesagt, sollte mal tolerant sein, sich die Wertschätzung gegenübergeben und auch wirklich die Dankbarkeit zeigen für seine Arbeit und natürlich auch die Dankbarkeit, dass andere die Arbeit verrichten, die man vielleicht zum Beispiel nicht machen möchte. Und da ist es halt auch im Zusammenhang auch wirklich wichtig, um halt diese Streitigkeiten bei auseinanderzuhalten, sondern dass es halt gar nicht erst vorkommt, dass man halt einfach sagt, okay, es ist zu Streitigkeiten gekommen, wenn es mal zu Streitigkeiten kommt, Meinungsverschiedenheiten, dass man sich am Ende des Tages einfach wieder versöhnt, Kommunikation stattfindet, sich wirklich ausspricht, seine Emotionen, Ängste wirklich auch ja, spricht zu seinen Partnern, Freunden, Kollegen, dass es halt nicht zum ja, sich aufstaut, fast zum Überlaufen bringt und dann einfach mehr zerstört wird, als im Vornherein man eigentlich gedacht hat oder beziehungsweise bereits aufgebaut hat. Also man sollte, wie gesagt, dankbar sein, sich versöhnen, den harten Weg gemeinsam streiten und wirklich sein Ziel miteinander gehen. Und da ist es halt auch wirklich wichtig, Mut zu haben, sich auszusprechen. Denn jeder Mensch macht einfach Fehler. Nichts macht man von vornherein perfekt. Man lernt durch seine Fehler schrittweise. Das hat mir zum Beispiel mein Tai Chi Master Helmut auch immer gesagt. Man macht die eine Übung am Anfang nicht perfekt. Man tut sich halt erstmal die einzelnen groben Schritte merken, damit man die weiß und dann geht man später ins Detail. Also man macht zum Beispiel die gleiche Übung 100, 1000, 10.000 Mal, bis man sie perfekt kann und dann kommt halt die nächste Form, bis man dann die komplette Form kann. Da muss man einfach dranbleiben, üben, sich selbst üben, jeden Tag einfach prozessweise denken, jeden Tag seine Arbeit machen und ja, dafür für diese Weisheit bin ich sozusagen meinem Meister sehr dankbar. In diesem Sinne, spasiba za prosmotre. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und das war einfach so Gedanken, die ich loswerden wollte. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über Feedback in jeglicher Form bedanken. In diesem Sinne, hab eine schöne Woche, hab eine schöne Zeit.
und genieß die schönen Tage. Wir sehen uns bei der nächsten Episode von Road to 70. Bis dahin. Ciao.